nun die aus Oberösterreich stammende Röntgenärztin Brigitte Bovisil von den Freiheitlichen. Sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrte Damen und Herren im Plenum, auf den Galerien, in den Medien. Werte und geschätzte Kollegin Pamela Rendi-Wagner, der von Ihnen zitierte Bauarbeiter wird sich wundern. Der von Ihnen zitierte Bauarbeiter, der nun endlich durch uns Leistungsgerechtigkeit erfährt, wird sich wundern, wenn Sie sagen oder fragen, wozu eine Reform, denn Sie haben diese Reform in Auftrag gegeben, Sie haben die London School of Economics beauftragt, eine Reform zu machen, dann haben Sie sie nicht durchgeführt. Aber auch schon der alte Johann Wolfgang, ein weiser und erfahrener Mann, hat gesagt, auch mit Steinen, die einen in den Weg gelegt werden können, kann man etwas wirklich Schönes bauen. Und es sind viele Steine, die uns in den Weg gelegt werden. Und es ist ein langer Weg. Herr Abgeordneter Mihutsch, gerade in Ihrer Funktion werden Sie, Mihutsch, werden Sie doch sicher wissen, woraus die Sozialversicherung eigentlich entstanden ist. Sie kennen den Ursprung, auch als Obmann der Bauarbeiter, auch als Obmann einer Gebietskasse. Sie kennen den Ursprung. Und der Ursprung ist bei den Bergleuten zu Hause, bei den Bruderladen der Bergleute, die damals ihre Krankenversicherung, die damals ihre Sterbehilfe, die damals ihre Vorsorge dadurch gerettet und dadurch gerettet haben. Und es war damals die Sozialversicherung eine einfache Schutzhütte für Schutzsuchenden. Und wie hat sie sich entwickelt? Sie wurde größer, es wurde ein größeres Gebäude, es wurden Nebengebäude gebaut, es wurden Türmchen gebaut, es wurden Balkone gebaut, es wurde ein kleiner Palast daraus und es wurden alle Ressourcen darauf verwendet, diesen Palast zu erhalten. Und es waren zu wenig Ressourcen dafür da, für den ursprünglichen Gedanken, für die ursprünglichen Schutzsuchenden. Und es bedarf viel Mut, viel Kraft, die Steine aus dem Weg zu räumen und dieses Haus neu zu bauen. Dieses Haus neu zu bauen, modern zu bauen, transparent zu bauen und für den Versicherten zu bauen. Und der Umbau heißt, aus 21 Sozialversicherungen 5, aus 2000 Funktionären nur mehr knapp 500, aus 90 Gremien 50. Und es kann nicht sein, meine Damen und Herren, es kann nicht sein, dass es 54 Teilbeschlüsse braucht, um zu einem Endbeschluss zu kommen, ein halbes Jahr. Nein, das ist nicht moderne Politik, das ist nicht moderne Gesundheitspolitik. Moderne Gesundheitspolitik muss zeitnah und effizient durchgeführt werden. Und wir brauchen einen gemeinsamen Einkauf, eine gemeinsame IT, ein gemeinsames Rechnungswesen. Und dann wird das frei, was notwendig ist. Ressourcen. Ressourcen zweckgebunden. Ressourcen zweckgebunden für unser Gesundheitswesen. Und nur in dieses Gesundheitswesen investiert. Und nirgendwo anders. Und was bedeutet das für den Patienten? Wir vergessen ja auf den Patienten in dieser Sozialversicherung. Sie vergessen darauf, Sie haben jahrelang darauf vergessen, nämlich Leistungsgerechtigkeit, Leistungsharmonisierung, Leistungsmodernisierung. Was heißt das? Meine Damen und Herren, wenn Sie einen Krebspatient brauchen, kann es nicht in Salzburg gezahlt werden und Oberösterreich nicht und umgekehrt. Meine Damen und Herren, wenn Sie einen Rollstuhl brauchen, kann dieser Rollstuhl nicht in einem Bundesland was anderes kosten und der Zug ein anderer sein wie in einem anderen Bundesland. Dazu ist Österreich zu klein, das ist in Österreich nicht notwendig. Einen Arzt aufsuchen, dann möchten Sie einen Kassenarzt aufsuchen. Sie möchten nicht 20% Selbstbehalt bei einem Wahlarzt haben, die 20%, die bis jetzt nur in die Sozialversicherungsstruktur gefallen sind und nicht beim Patienten. Sie wollen in den Regionen versorgt werden. Sie wollen Gruppenpraxen haben, Sie wollen Versorgungszentren haben mit mehreren Fachärzten, mit mehreren Allgemeinmedizinern, an die Sie sich wenden können. Sie wollen Qualität und nicht Quantität. Sie wollen mit einem Arzt sprechen können und nicht
keine Zeit mehr dazu zu haben, weil das Wartezimmer voll ist und der nur mehr 2 Minuten für Sie Zeit hat. Und dahin soll diese Reform gehen und dafür stehen wir. Und wir stehen auch für den Eintritt in das digitale Zeitalter, für die elektronische Krankenakte, für den elektronischen Mutter-Kind-Pass, für den elektronischen Impfpass, für die elektronische Medikation, sodass Sie ein umfassendes Bild über Ihre gesamte medizinische Geschichte haben und mit der diese dann dem Arzt zur Verfügung stellen, der sie auch wirklich braucht. Meine Damen und Herren, diese Strukturreform ist notwendig. Sie ist notwendig, um ein schlichtes, transparentes, tragfähiges Haus der Gesundheit zu bauen und den Weg freizumachen für Patienten, für Ärzte in eine moderne medizinische Zukunft.